Ja, heute soll es in einem Video nochmal darum gehen, was ist denn, wenn ich mir einfach einen Entwickler suche, einen Einzelentwickler als Freelancer oder als Angestellten, um mir eine App umzusetzen. Das ist ein Thema, mit dem wir immer mal wieder konfrontiert sind, und ja, im Grunde Fehler, den man häufig eingeht. Das kann gut gehen, muss aber oder geht ganz häufig nicht gut, aus einem relativ einfachen Grund. Um eine App umzusetzen, brauche ich nämlich nicht nur Entwicklerskills, sondern ich muss verschiedene Dinge tun können, damit da am Schluss was Sinniges bei rauskommt. Um das mal ein bisschen zu zeigen, also ich habe zum einen natürlich muss ich entwickeln. Also ganz klar, das gehört natürlich dazu, das Ganze in Code zu gießen, aber ich muss in allererster Linie zum Beispiel erstmal konzipieren. Das, was da in der Konzeption rauskommt, muss ich vielleicht vertesten. Können wir auch gerne mal drüber reden, was das genau heißt. Ich muss im Grunde ein Design erstellen. Also ich muss mir aussehen, wie soll das Ganze, ja, wie soll es dann aussehen und wie auch in sich funktionieren. Ich muss es, wie gesagt, entwickeln. Ich muss es vermarkten. Also ich muss ein Marketing machen, und ja, vielleicht muss ich auch noch verschiedene Dinge koordinieren, gerade wenn noch andere Ansprechpartner doch immer drin sein sollen. Muss ich auch koordinieren. Jetzt ist es so, dass gerade Freelancer oder einen einzelnen Entwickler, den man einstellt, das ist im Grunde halt meistens, konzentrieren die sich eben hier auf das Entwickeln, und haben die anderen Themen nicht ganz auf dem Schirm. Ganz häufig ist es nämlich so, dass gerade man selbst in einem Fokus hat und eben jetzt nicht so einen Monster-Arounder hat. Daher muss man hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe dazu noch die Thematik, dass ich im Grunde einfach, wenn ich jetzt ein einzelner Entwickler bin, niemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr jetzt einen einzelnen Entwickler einstellt, dann habt ihr im Grunde so ein bisschen zwei verschiedene Themen. Zum einen, wer kontrolliert den guten Menschen? Das heißt, wenn sich niemand anderes im Unternehmen darin auskennt, dann kann natürlich keiner schauen, ist es denn gut, was der an Arbeit macht, weil ich bei der Entwicklung gerade in Apps eben die Thematik habe, das kann nach außen super schön aussehen, aber innen drin halt irgendwie relativ fieser Code sein und damit schwer wartbar. Das heißt, die Thematik habe ich, und ich habe eben den fehlenden Austausch. Das heißt, derjenige hat überhaupt keine Chance, sich mit irgendeinem auszutauschen, muss jedes Problem selbst suchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der relativ schnell sich einen neuen Arbeitgeber sucht, ist relativ groß, weil das auf Dauer sehr ermüdend ist. Also von dem her macht eigentlich Sinn, eben kleine Projekte wirklich extern mit einem Dienstleister zu tun. Das kann spannend sein, mal irgendwann das Inhouse zu packen, wenn es wirklich viel zu tun ist. Aber auch dafür braucht man eben Ahnung und muss wissen, auf was man alles achten muss. Und es kann sehr, sehr gefährlich sein. Hier kann man sehr viel Geld verbrennen, wenn man hier das nicht auf dem richtigen Weg geht. Wir haben da schon einige Kunden auch begleitet auf dem Weg, sich selbst eben Entwickler zu suchen. Von dem her, wenn du hier Unterstützung benötigst, dann melde dich auch gerne bei uns. Dann können wir gemeinsam einfach deine Situation anschauen und gucken, wie dann die beste Lösung ist. Wie immer, einfach hier unten auf den Link gehen oder auf Jamit Labs kommen, dich bei uns melden. Bis dahin. Ciao.